Hallo und herzlich willkommen. Wir gehen in die nächste Münzen-Challenge. Ach ja, die erste hat uns ja schon mal ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Wobei, das war auch mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug hast du nochmal eine andere Dimension. Da musst du auch noch hoch runter gucken und so. Mit dem Auto ist es bestimmt ein bisschen einfacher. Get ready, wir machen einfach jetzt mal. Und da war eine Münze, ich habe sie gesehen. Ja, wenn wir das hier nicht im First Try schaffen, ist das überhaupt gar kein Beinbruch. Ja, okay, ich habe die bekommen. Wo bin ich? Boah, diese Kurve macht mir hier auf Spiegel echt zu schaffen. Wirklich, das ist einfach eine krasse Kurve. Weil ich einfach immer daran denke, dass sie andersrum ist. Aber sie ist nicht andersrum. Gut, die habe ich irgendwie erahnt. Da ist ein roter Luftballon. Dann müssen wir beim nächsten Mal... Wow, wow, wow. Da war noch eine Münze. Und ist hier auch noch eine Münze? Ja. Okay, dann habe ich, glaube ich, alles schon gesehen. Mir fehlen noch zwei Münzen. Genau, und ich weiß, wo die beiden Münzen sind. Hier irgendwo. Boah, die habe ich noch bekommen, ey. So, okay, und die letzte ist einfach den anderen Weg beim Ziel langfahren. Das ist also kein Problem. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Ich weiß nicht. Ah, falsche Kurve. Das bedeutet, wir müssen jetzt nur noch Erster werden. Weil die letzte Münze ist quasi auf dem Weg. Die können wir nicht verfehlen. Die kriegen wir zu 100% und der erste ist auch noch nicht zu weit weg. Ist auch noch nicht zu weit weg, müsste eigentlich alles machbar sein. Meine Nase juckt gerade extrem. Ah, fuck. Okay, letzte Runde. Entscheidet in dem Fall. Meine Nase juckt krass extrem, einfach weil ich mich noch nicht geduscht habe. Bei mir liegt es tatsächlich einfach daran, wenn ich nicht gewaschen bin. Was heißt gewaschen? Wenn ich mich nicht geduscht habe oder so, dann... Ja, was weiß ich auch immer, da mir in der Nase kitzelt. Ich schätze mal Dreck. Oder so. So, wir sind Erster. Wunderbar. Ansonsten, was geht, Leute? Was geht, ey? Momentan geht nicht so viel. Ich habe extrem gute Laune. Ich weiß selber nicht so genau, warum. Es macht mir auch selber ein bisschen Angst, dass ich so gute Laune habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist so der erste Tag in den Semesterferien, wo ich wirklich unfassbar gut gelaunt bin. Einfach nur, weil... das Leben schön ist. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Es ist... Das ist echt komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe unfassbar gut geschlafen. Das war der absolute Wahnsinn heute Nacht. Ich habe so gut geschlafen, wie, glaube ich, schon... Boah. Ich habe, glaube ich, so gut geschlafen, wie schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Das ist... War wirklich eine ganz, 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 ganz krasse Nacht, die unfassbar gut war. Und ja, ich bin einfach gut gelaunt. Ich muss duschen, mir ist ein bisschen eklig und mir ist auch wieder ein bisschen warm, obwohl es eigentlich geht, aber ansonsten, ich weiß nicht, ich habe echt unfassbar gute Laune und das ja, macht mir ein bisschen Angst, weil ich nicht genau weiß, warum. Aber man muss ja auch nicht immer wissen, warum, oder? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Ich könnte es auch einfach mal akzeptieren und sagen, okay, ist doch cool, habe ich gute Laune. Oh, krass, die Münze ist auch schwierig. Oh, ich halt dachte, ich hatte den Turbo. Wow! Ob man die Münze auch kriegen kann, ohne in das Wasser zu fahren, ich weiß ja nicht. Wir sind Achter. Einfach mal Achter. So, jetzt müssen wir uns hier nach links orientieren. Genau, da ist auch noch eine Münze. Eine Münze fehlt uns noch und ich weiß auch, wo die ist. Ich kann mich gerade noch nicht dran... Hier, genau. Wunderbar, jetzt müssen wir nur Erster werden. Wow, krass. Krasser Turbo. Boah, habt ihr gesehen? Ich habe scharf gedriftet und es hat unfassbar gut funktioniert. Nein, gar kacke. Boah, Benjo, Alter, komm her. Nein, nein. Nein. Hätte der Kaktus nicht vor der Ziellinie liegen können? Ja, ich hätte... Beim Turbo nehmen, hätte ich den blauen Luftballon einsammeln müssen. Das war mir auch bewusst. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es einfach... Schlicht und ergreifend habe ich es nicht geschafft. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Get ready, go. Mal so ein anderes Thema. Ich habe mal darüber nachgedacht, ob ich ein Paper Mario Let's Play. Beziehungsweise ich habe ja schon mal eins Let's Played. Oder versucht zu Let's Playen. Das ist ja ein wenig in die Hose gegangen.
Und ich hätte eventuell doch wieder mal Lust auf eins. Allerdings würde ich gerne nicht das nehmen, was ich schon zweimal probiert habe, was nicht geklappt hat, sondern ich würde dann den zweiten Teil probieren wollen. Ja. Die Legenden vom Äonentor oder wie das heißt. Die Sache ist nur, dass ich es nicht habe und dass ich da wahrscheinlich auch nicht so einfach drankomme. Deswegen die Frage, wenn jemand von euch dieses Spiel hat und es mir leihen möchte, ich würde es euch prinzipiell danach wieder zurückschicken. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Sofern ihr dann halt auch noch irgendwie den Kontakt zu mir haltet. Also ne, ich muss natürlich trotzdem wissen, wer ihr seid und so, wenn ihr euren Kanal löscht. Was? Scheiße, Alter. Naja, nur so eine grundsätzliche Idee, falls irgendjemand dieses Spiel hat und ich weiß auch noch nicht so genau. Er kann sich ja mal bei mir melden. Was habe ich denn jetzt eigentlich vergessen? Ich habe eine Münze vergessen, ich weiß aber nicht welche. Ja. Ich denke darüber nach. Ich habe mich auch noch nicht wirklich informiert, vielleicht komme ich doch an das Spiel ran. Ich könnte auch einfach mal hier in Würzburg bei so einem ich weiß, ja, wir haben hier einen GameStop. Ja, gut, beim GameStop gibt es das bestimmt nicht. Ich meine, das Spiel ist relativ selten, weil es damals nicht so gut verkauft wurde. Da vorne ist eine Münze? Wie bin ich denn da vorhin dran gekommen? Oh Mann, was ist denn jetzt los? Das ist schon die zweite Star-Challenge, oder? Wir starten nochmal neu. Das ist hier gerade echt schwierig. Deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen geistig abwesend von dem, was ich hier erzähle. Deswegen, Paper Mario 2, ja, ich denke darüber nach. Ihr könnt ja mal gucken oder schreiben, was ihr davon halten würdet und euch dann mal dazu äußern. So, ich nehme hier jetzt mal nicht den Turbo-Streifen. Dann kann ich nämlich diese Münze besser einsammeln. Dann kann ich auch diese Münze... Ja gut, alles klar. So müsste es eigentlich alles passen. Die Münze muss ich auch den Turbostreifen weglassen. Hier ist noch eine Münze, da ist noch eine. Ich weiß, wo noch vier Münzen sind. Ja, ich weiß noch, wo drei Münzen sind. Ich weiß, wo alle Münzen sind. Ich bin aber wieder letzter. Das ist zum Kotzen. Oh, fuck, ey. Fuck, 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 fuck. Es ist. Die ist echt nicht so einfach. Ja, was soll ich machen? Ich musste die Münze einsammeln. Wunderbar. Und jetzt nach vorne ziehen. Mir fehlt keine Münze mehr, oder? Nein, ich habe alle. Boah, was ist denn hier los? Ich habe gerade das Gefühl, dass hier so viele Grafikfehler drin sind wie noch nie und dass hier alles am Rumbangen ist. Ich muss Erster werden. Boah, davor auch Banjo schon wieder. Och Mann. Ach, ich war nur Dritter. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Krass. Habe ich schon eine Münzen-Challenge geschafft? Ich glaube schon. Ich glaube, eine Münzen-Challenge hatte ich schon geschafft. Aber was soll ich sagen? Es ist echt nicht einfach. Es ist echt nicht so einfach. Ja, weil hier auch so viele Münzen sind, wo man, wenn man nicht den Beschleunigungsstreifen nehmen darf. Oder vielleicht darf man den trotzdem nehmen. Ich weiß es ja nicht, aber ich kriege es halt nicht so gut hin. Hier zum Beispiel. Oh, ja, das war unfassbar gut. Egal. Wir sind am ersten dran und prinzipiell ist es jetzt auch alles gar nicht mehr so schwer. Hier verlieren wir nochmal Zeit. Jetzt hier unten verlieren wir auch nochmal Zeit. Dann sind wir schon wieder Achter. Das ist echt komisch. So, und die letzte Münze ist, glaube ich, hier rechts. Ja. So, und jetzt haben wir eine ganze Runde, um den ersten zu erwischen. Und ey, das ist doch wirklich... Das muss jetzt auch einfach mal drinnen sein. Wir sind Erster, wir sind Erster. Und ja, das sollten wir halten können. Ah, es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen schwierig. So, wie viele Versuche habe ich jetzt gebraucht? Ich habe es gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass es dann doch tatsächlich... Nein! Oh, wenn er mich jetzt deswegen überholt hätte, dann wäre ich ausgerastet. Dann wäre hier Zapfenstreich gewesen. Hätte ich mein Zimmer zerlegt. So wie ein richtiger Rockstar, ey. Ich bin ja auch ein Rockstar. Ne, prinzipiell bin ich auch ein Rockstar. Okay, wir haben schon 3 von 4. Dann schaffen wir auch den vierten noch. Ich denke schon. Silvercoin Challenge. Boah, die ist ein bisschen weitläufiger. Das könnte auch ein bisschen schwierig sein. Ja. 2 Münzen habe ich schon mal gesehen. Krass, ey. Ich glaube. Hä? Wieso? Wieso hat die jetzt das Level verlassen?
Wenn man auf Rückwärtsfahren drückt, dann verlässt man die Strecke. Okay, das wusste ich nicht. Ich wollte nämlich jetzt rückwärts fahren, weil ich mir die erste Münze holen wollte. Ich glaube, das war keine gute Idee. Aber so haben wir jetzt einfach die Chance, alle Münzen in den ersten beiden Runden einzusammeln. Und... boah, krass. Das schaffen wir nicht. So wie die Münzen da angeordnet sind, heißt es ja, dass man die letzte Münze erst in der dritten Runde kriegt, wenn man einfach beim Start losfährt. Aus dem einfachen Grund, weil man ja, ja, die sind halt so weit auseinander, dass man sich in einer Runde prinzipiell, außer man macht halt Umwege, ne? Ich rede jetzt davon, wenn man normal durchfahren würde. Warum sind hier nirgendwo Münzen? Da ist eine Münze, okay. Boah, das ist ja erst die vierte. Es ist die vierte, ja. Okay. Der erste ist meilenweit weg, den kriegen wir auch nicht mehr. Hinter den Häusern ist aber, denke ich mal, nichts versteckt, oder? Ne, ich hatte hier so eine ganz lange Phase, wo ich keine Münze gesehen habe. Das kann ja nicht sein. Wo sind hier die Münzen? Hier muss doch irgendwo eine Münze sein! Wollt ihr mich verkackeiern? Da ist nirgendwo eine Münze. Mir fehlen noch drei Münzen fehlen mir noch. Oh, man kann die Münzen doch einfach so einsammeln. Ja, okay. Mir fehlen noch drei Münzen. Wo sollen die sein? Weiß es jemand? Man kann hinter den Häusern gar nicht herfahren. Das wusste ich doch nicht. Hä? Gut, wir schaffen das jetzt sowieso nicht in dem Anlauf. Das bedeutet, ich kann jetzt hier auch einfach nochmal suchen. Mir fehlen drei Münzen. Die sind hier nirgendwo. Bin ich so blind oder werde ich gerade verarscht? Hä? Ist das Spiel eigentlich vorbei, wenn alle im Ziel sind oder ist er noch... habe ich Zeit, bis ich im Ziel bin. Mir fehlen drei Münzen. Wo sollen die denn sein? Ich weiß das nicht. Habt ihr irgendwo noch Münzen gesehen? Bin ich jetzt? Warum gibt es da so einen Weg durchs Wasser? Aber ich habe ja keinen Hovercraft. Ich kann ja nicht einfach durchs Wasser fahren. Ich habe übrigens Scheiße erzählt hier mit dem Münzen da am Startziel-Ding. Hier gibt es aber auch nicht mehr. Nein. Ich kann ja nichts machen. Ich muss ja jetzt suchen ein bisschen. Ich finde sie sonst nicht. Von daher müssen wir uns jetzt einfach mal mit dem Gedanken, jetzt das jetzt die Erste zu werden, verabschieden. Schön, dass hier Beschleunigungsstreifen sind ohne Ende, aber es wäre auch schön, wenn dann hier Münzen wären. Ja, halt den Mund. Wenn hier... oh, da ist eine Münze. Da war auch eine Münze, oder? Ja, Mann. Okay, dann fehlt mir nur noch eine. Und die ist wahrscheinlich in diesem Tunnel, den ich da gesehen habe. Eieieiei, das wird schwierig. Wo geht denn der Tunnel her? Hier durch den Wasserfall? Da ist... ne, das ist eine Banane. Ja, das wäre auch nicht möglich, also, ne? Das wäre schlicht und ergreifend, wäre das einfach nicht möglich, weil... da brauchst du ja ein Hovercraft für, das geht ja so nicht. Das kann so ja auch gar nicht gehen. Da ist auch noch... da war noch eine Münze! Oh, dann habe ich alle. Da bin ich immer vorbeigefahren, weil ich mal links und rechts gefahren bin, oder? Ah, okay. Gut, dann haben wir jetzt alle Münzen. Ich sammle jetzt nochmal vorsichtshalber die letzte ein, aber ich glaube, ich weiß, wo die ist. Also ich müsste eigentlich, müssten wir relativ zeitig dran vorbeikommen. Ich will einfach nur die Gewissheit haben, dass ich wirklich alle Münzen habe, dass ich dann, ja, da ist.
Der erste ist im Ziel. Das hat uns gerade das Audiosignal gegeben. Gesagt. Okay. Tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen... Boah, scheiße, der Part ist schon voll lang. Ich wollte jetzt eigentlich... Ich wollte eigentlich 15 Minuten Parts aus diesem Projekt machen, aber das habe ich nicht geschafft. Egal, wir machen jetzt die Münz-Challenge hier noch fertig. Ist ja dann alles in allem auch gar nicht so schwierig. Ist ja dann auch alles gar nicht so schwierig. Hier, zack. Gut, das musst du halt wissen, ne? Und wir müssen natürlich Anschluss halten an die ersten. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen vielleicht auch mal ein bisschen was daran setzen, hier Bananen einzusammeln. Dann hier, zack. Ja, wenn man jetzt noch die Beschleunigungsstreifen treffen würde, dann... Okay, da vorne sind 2 und 1. Position 2 und 1. Wir sind richtig nah dran und wir haben alle Münzen prinzipiell. Woo! Die Kurve war gut. Nein. Boah, was ein Sprung! Das war jetzt ein bisschen geil. Das war natürlich purer Zufall, ne? Nicht, dass wir wollen mich ja hier nicht in ein falsches Licht stellen. Ich fahre einfach mal wieder direkt zurück auf die Hauptstraße. Da bin ich mir einfach da ein bisschen sicherer. Mir fehlt eine Münze. Wo ist die? Ich weiß es nicht. Welche habe ich denn jetzt verpasst? Oh, fuck. Nein. Ach, genau. Okay. Krass, wir sind Erster. Wir haben alle Münzen. So einfach ist es dann im Endeffekt wieder, oder? Ja, es war einfach nur schwierig, hier die Münzen zu finden, weil die waren echt ein bisschen tricky. Ich meine, ne, da mit dem... Mit diesem links und rechts in diesen weiten Ausläufern in dem Bereich, wo wir jetzt hier reinfahren, da rechnest du ja am Anfang erstmal nicht mit, ne? Da musst du ja echt nachgucken. Aber es musste dann halt hier irgendwo sein, weil hier ja die ganze Zeit keine einzige Münze kommt. Diese ganze lange Strecke über, und das kann ja einfach nicht sein. Ja, machen wir uns nichts vor, da ist dann irgendwo ein Fehler. So, wunderbar, dann haben wir auch diesen Part beendet. Wenn er ein bisschen on-topic-lastiger war und wenn ich hier ein bisschen viel, wenn ich ein bisschen abwesender war, es tut mir leid, ich musste einfach diese Münzen suchen. Ja, also es führt dann ja auch keinen Weg dran vorbei, diese Münzen zu suchen. Gut, damit können wir zum zweiten Mal zum Boss, das werden wir im nächsten Part angehen. Genauso werden wir im nächsten Part dann das Minispiel angehen und wir werden im nächsten Part dann wahrscheinlich auch schon in die nächste Welt. Bevor wir zum Endboss gehen, werden wir aber auch das Minispiel im nächsten Part machen. Aber das alles, wie gesagt, der ist im nächsten Part. Wir werden uns wiedersehen, hoffentlich, beziehungsweise hören. Und ihr seht mich in Form der Maus. Bis dann, ciao, tschüss, euer Korne.